Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Ich bin's, der Black. Hallöle. Der Dü ist da, der Alex ist da, der Slex ist da, also alle von der letzten Runde und sogar noch ein brutaler NPC, der Slex leider als Teammate erwischt hat. Wir haben das so eingestellt, oder wir haben natürlich die Teams zufällig gemacht. Slex hat Pech gehabt diesmal. Ich habe Glück gehabt, ich bin mit Geo im Team, der ja beide Runden sehr stark war und Dü hat logischerweise Alex erwischt. So, ich lasse euch mal auf euren Channeln allein. Okay, gut. Und zwar folgendes. Ich habe die Elben. Ich habe das Glück, dass ich die Elben bekommen habe. Das heißt, wir können uns ja ein Stück weit sogar absprechen, was wir bauen. Das heißt, ich würde sogar meinen, dass ich wirklich vollkommen nur auf Bogenschützen gehe. Oder was hältst du davon? Dann gehe ich nur auf die Speerträger und die Nahkämpfer halt. Ja, genau. Richtig. Oder gegebenenfalls halt noch Katapulte und den ganzen Spaß. Hast du nicht gesehen. Ich hol mir das Talenttier kurz. Ja, dann mache ich Kriegsgesang. Ja, ich mache immer. Oder heilen. Heilen, Kriegsgesang. Menschen, du musst mir schnell helfen. Wenn der mit dem Menschen ist, dann habe ich gleich mal verloren. Der Typ ist extrem stark als Bot mit dem Menschen. Okay. Habe ich schon mal mitgekriegt. Ja gut, dann mache ich jetzt die Nahkämpfer und du halt die Fernkämpfer. Ja. Auf gut Deutsch, ich würde sogar sagen, dass wir zuerst den Brutalen ausschalten. Weil der spielt nicht mit uns mit. Slex könnte man noch irgendwie vielleicht noch mal in Ruhe lassen. Was wir da machen. Wo sollen wir bauen? Bei dem reicht es eigentlich aus, wenn wir... Kommt halt drauf an, wie er spielt halt, ne, der Brutale. Kommt halt drauf an, ob er mit Katapulten spielt oder ohne. Meistens spielen die der eigentlich Brutale ohne. Der Brutale hat schon seine erste Truppe, währenddessen ich noch nicht mal mein Gebäude fertig habe. Ja. Deswegen, ich würde sagen, wir löschen zuerst den da aus. Nee, das können wir nicht machen. Wir werden halt direkt angegriffen halt. Ne? Aber ich meine, von Slex werden wir, glaube ich, nicht so schnell angegriffen. Wenn wir ihn in Ruhe lassen, wird der uns, glaube ich, auch in Ruhe lassen. Ja, aber gleich halt direkt den NPC ausschalten. Ich würde dort unten erstmal nur verteidigen halt, ne? Baumaterial. Ja, ich probiere es mal. Also verteidigen mit Türmen und so weiter, je nachdem, es kommt halt drauf an, würde ich sagen. Aber was er halt baut, ne? Das Problem, was ich immer habe bei denen, ist das, dass ich nicht mal so weit komme, dass ich viel bauen kann. Meistens haut er mich schon weg, wenn ich nicht mal gleich am Anfang so, dass ich keine Ressourcen bauen kann. Jetzt hat er schon seine zweite Truppe. Hat der sein Ding? Nee, okay. In der Kaserne kann man sofort ausbilden. Ich war gerade ein bisschen. Hast du da oben vielleicht noch irgendwo ein Holzvorrat, wo ich meine Ding hinsetzen kann? Die Holzfäller? Ja, ich habe hier genug überall. Alles gut. Oh, bitte, darf ich da oben hinsetzen? Ja, ja, klar. Mach. Baumaterial. So, dann warte. Der Feind ist nah. So, jetzt kann ich setzen. Baumaterial ist unterwegs. Gott. Oha. Oha, es geht direkt los. Krass. Oha, ich werde direkt angegriffen. Ich habe nur eine Truppe, soll ich dir die hochschicken? Ja, wäre gut. Oha, der haut mir direkt den Malonbaum weg. Okay, auch nicht schlecht. Wer ist denn das überhaupt? Das dürfte Geo sein. Dann spielt er doch diesmal gefühlt ziemlich aggressiv. Ja, das erste Mal habe ich wundert, ja. Weil normal ist der ja ein Safe-Spieler. Der geht ja normal kein Risiko ein. Ja gut, hat er mir auch jetzt im Grunde genommen nur den Malonbaum weggehauen. Mehr hat er jetzt auch nicht gemacht. Ich geh mal kurz runter und dann holen wir das Haus da unten. Ja. Hab ich auch noch ein Haus bei mir? Ah, dein Baumeister ist weg wegen dem... Ah, fuck. Scheiße. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Der ist ja... Ja, der ist ja der Drache. Scheiße, ey. Das hab ich gar nicht gewusst. Das Gebäude ist fertig. Wo sollen wir bauen? Ja, war gerade auch ein bisschen blöd. Dann hole ich mir das Gasthaus schnell da unten, das gibt auch noch schöne Ressourcen. Ja. Aber ich habe jetzt nur noch einen Baumeister und ich kann mir keinen leisten, weil ich brauche das gerade für Gebäude. Ja. Es wird Zeit, etwas zu bauen. Ist, denke ich mal, ein bisschen verständlich. Ja. Ich hatte gerade nichts zu tun. Aber ich sorge dann jetzt mal nur die ganze Zeit für Nahkämpfer. Ja, ich mache jetzt hier wirklich nur Bogenschützen erstmal. Ne? Und ja. Kriegst du es vielleicht hin, dass du den Drachen da oben irgendwie killst, weil ich baue gerade einen zweiten... Ja, ich hab eine Einheit momentan. Ja, nachher irgendwann mal. Ja, ja, klar. Wir haben ein neues Gebäude. Wer ist denn rot? Bin schon unterwegs. Brutal. Ja, warte. Zieht eure Waffen, Elben. Wir müssen vorsichtig sein. Hey, der kommt zu mir. Lol, scheiße, alle. Der greift immer die stärkeren Spieler an, die schon öfter online gespielt haben. Das ist extrem bei dem.
Das war bei Geo von mir auch so, als wir gezockt haben. Der hat immer zuerst Geo angegriffen. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Das ist der Weg. Okay, jetzt ist das weg von dir. Aber es ist gar nicht so schlecht, dann können wir uns aufleveln. Das ist gar nicht so bad. Problem, was ich habe, ich weiß nicht, wo ich meine Truppen hinschicken soll. Überall sind Gegner. Das Gebäude ist fertig. Bleibt wachsam. Fällt diese elenden Bestien. Der guckt, wie ich überrannt werde von dem. Wir haben noch viel zu tun. Das war das, was ich meinte. Gönnt ihnen keine Pause. Ja, hast du noch irgendwo Einheiten? Ja, die kämpfen gerade noch. Du wirst gerade wirklich überrannt. Das meinte ich. Ja, warte. Ich schicke was runter. Das ist natürlich nicht gut jetzt hier. Mit dem, dass der Brutale so stark ist. Der haut mir nämlich gerade meine ganzen Sägewerke alles zusammen. Meine Rohstoffe fallen gerade. Ja. Baumaterial. Wie ein Stück Butter geht alles weg. Ich kümmere mich drum. Baut dieses Land auf. Ja, wo sind meine Uruks? Sind die tot? Beeilt euch! Lasst eure Bögen singen! Zieht eure Waffen, Elben! Lasst sie nicht durch! Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen! Oh nee, da unten einer, der meine Schmelzöfen, ich hab noch Ja, nicht, kümmere mich um. Ah, okay, du baust einen Turm für mich, danke. Ich bringe das Baumaterial. Baue ich ein neues Sägewerk? Es wird Zeit, etwas zu bauen. Und die nächste Welle kommt von ihm. Haltet nach dem Feind Ausschau. Ja. Das wäre jetzt richtig fies, wenn wir das jetzt ausnutzen würden. Ja. Wir müssen halt gleich, wir müssen gleich ein paar Türme bauen, dann klappt das schon. Aber wie gesagt, wir können uns auch ganz gut auf den, bei dem aufleveln. Unsere Stadt wird größer. Wer ist jetzt blau? Blau dürfte Slex sein. Ja, Slex, der schickt auch schon Truppen runter. Na ja, gut, das nutzt ihm halt nur nix. Wir müssen vorsichtig sein. Ja, die Bogenschützen sind schon gut aufgelevelt mittlerweile. Ja, deine schon, nicht. Die meine sterben nur. Das ist der Weg. Zieht eure Waffen, Elben. Ja, und jetzt bist du oben auch. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Problem, was wir jetzt gerade haben, wir können nicht zwei Fronten gleichzeitig verhindern. Nee, können wir nicht. Ja, wir werden verlieren, das sag ich dir. Wie der Wind. Ah, scheiße, ich muss hier irgendwas abziehen. Kick deine Leute einfach hoch. Hauptsache einer überlebt noch. Ist doch egal. Ich bin eh nicht zufrieden mit den Isengard-Leuten. Sie können uns nicht trotzen! Der hat halt auch schon Feuerpfeiler jetzt hier, scheiße ey. Man sieht allein, dass ich nicht mit denen klarkomme. Wir müssen unsere Weil die einfach zu teure Einheiten sind und dafür zu schwach, finde ich. Die sind einfach viel zu teuer, aber so schwach. Ja. Was ich machen könnte. Nein! Nein! Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen! Ich baue mir gerade bei dir, ich schicke gerade da oben einen Baumeister hin zu dir. Ja. Dass der mit da oben was baut. Das hätte ich gleich von Anfang an so machen sollen. Wir müssen die Wälder schützen. Das ist meine Produktion. Okay, gut, ich konnte aber. Konnte mich aber links verteidigen. Ja, da kommt noch was. Von Black, würde ich sagen, ist das. Black? Black ist Zwerge. Ja, Black ist Zwerge. Ja, aber alles gut. Kann ich verteidigen. Wo sollen wir bauen? Es gibt viel zu tun. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. So, jetzt kann ich auch nochmal runterkommen zu dir. Lasst eure Bögen singen. Brauchst du nicht, mein Arbeiter, da steht nichts mehr. Beeilt euch. Egal. Ja, ich sehe das schon, scheiße, Alter. Ey, was? Och man, das gibt's doch gar nicht. Das ist reine Scheiße. Reiter haben sie auch noch. Das Einzige, was bei mir noch steht, ist die Festung. Ein Baumeister habe ich noch, aber der baut bei dir gerade oben so ein Uruk oben. Seine Bögen. Sie können uns nicht trotzen. Dann können wir halt nur hoffen, dass. Ah, das ist so eine Scheiße, ne? Das war jetzt hier direkt mal gleich mal. Lasst sie nicht durch! Was macht eine Festung? Die überlebt die noch? Boah, nein, noch lebt sie.
nicht den Baumeister killen. Solange der Baumeister nicht stirbt, passt mir alles. Und dann kann ich gar nichts mehr machen, dann bin ich unmobil. Aber so, sie haben noch nicht gewonnen, weil ein Gebäude steht von mir noch. Ja, die Festung steht ja hier noch, also alles gut. Die Festung, die komplett besetzt ist von Gegnern. Werkzeuge bereit! Ich baue gerade ein paar Uruks. Es wird Zeit, etwas zu bauen. Ich baue ein paar Nahkämpfer raus. Ja. Und dann Holzfäller hier oben, damit ich schnelle Ressourcen kriege, damit ich dir deine Malornbäume nicht kaputt mache. Ja. Beeilt euch! Lorien schickt seine Bögen. Wie gesagt, ich gebe mir Mühe, das hier zu verteidigen, soweit es geht. Barggruppen baue ich jetzt noch schnell. So, 5 mehr Holzfäller, damit es mehr Holz gibt. Wir können ruhig einen Kilometer laufen, mir egal. Und ich reg einfach komplett gerade von mir selbst. Aber ich habe dich sogar verteidigt bekommen, glaube ich. Ja, da kommt noch was. Da kommt noch vom Roten noch eine ganz schöne. Ja, ja, das sehe ich. Das ist der Weg. Wir müssen ihn standhalten. Wir haben ein neues Gebäude. Problem, was ich habe, ich produziere gerade erst nach. Das heißt, auf gut Deutsch, ich kann dir eigentlich gar nicht helfen. Das Einzige, was ich machen könnte, sind jetzt ein paar Türme rundherum hinbauen in meine Festung. Ja, du könntest Türme bauen. Das wäre ganz nett. Ja. So dürfte jetzt alles aufgebaut werden. Alle Türme. Haltet nach dem Feind Ausschau. Lasst eure Bögen singen. Wir müssen die Wälder schützen. Greift diese abscheulichen Bestien zurück! Haltet nach dem Feind Ausschau. Bereit? Oh nein! Fleck und Ding greifen an. Ja, mein Großangriff. Ja. Ja, das ist so den Großangriff. Sie greifen wieder an! Bleibt wachsam! Das ist der Weg. Bereit? Die Uruks, die ich hab, die schicke ich in den Kampf. Aber das ist. Ja, es ist natürlich klar, dass sie das ausnutzen. Macht euch bereit! Macht euch bereit! Achtet auf eure Schritte! Sie greifen einen Malornbaum an! Noch mehr! Zieht eure Waffen, ey! Feuer! Die haben es ausgenutzt, weil die. Allein ja. vom Spielstil. Ich muss erstmal ein bisschen zu Atem kommen am Anfang. Am Anfang kann ich rein gar nichts. Sieht man. Ich habe am Anfang rein gar nichts hingekriegt. Wenn ich dann langsam ja, meine Feste komplett ausgebaut habe und alles. So 10, 20 Minuten Ruhe, dann funktioniert es bei mir eigentlich. Wo ist eigentlich mein Baumeister? Oh ne, der ist verreckt. Wir haben noch viel zu tun. Unserem Land droht Gefahr. Das wird dann eh die letzte Runde für heute sein, oder? Ja, vermutlich, ja. Schade. Ich finde schade, dass wir schon wieder so schnell ausgelöscht sind. Ja. Wobei das Lustige ist ja, ich stehe ja, meine Festung steht ja noch. Meine steht ja gleich nicht mehr. Ja, das ist echt bitter. Nee, nächstes Mal müssten wir gleich von Anfang an so machen, dass ich gleich von Anfang an alles bei dir oben baue. Du könntest hier. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Du könntest deinen Baumeister noch runterschicken zu meiner Festung. Theoretisch. Ich versuche die Festung noch zu verteidigen, irgendwie. Soweit es noch irgendwie möglich ist. Das wird echt knapp. Nee, schafft man nicht mehr. Meine Uruks kriegen meine 2 Stück da. Scheiße, Alter. Ist die Festung weg, Alter. Das ist so bitter, Mann. Ach, Mann, das nervt halt richtig doll, ey. 2 Fronten, Alter. Das ist beschissen. Ja, es ist richtig beschissen. Team Camp ist ja nicht so scheiße, aber es ist scheiße, wenn man. Ja. Wenn man so kämpfen muss. Ja, guck mal, sogar meine Türme auf deiner Seite sind halt auch wieder weg, Alter. Ausbrechen! Der Feind kommt näher! Hier. Ich meine, ich produziere nach wie eine wilde Sau. Wir haben ein neues Gebäude. Werkzeuge bereit.
Meine Festung wird aber auch nicht mehr halten. Nee. Es gibt viel zu tun. Haltet nach dem Feind Ausschau. Ich bin immer so hin und her gerissen. Sollen wir entweder jetzt komplett dafür hauen oder den brutal? Ich würde fast meinen, dass wir uns ein Stück weit gleich zu dir zurückziehen. Zu deiner Festung und uns bei brutal erstmal verteidigen. Wir müssen unsere Können wir Heimat probieren? Verteidigen. Ich meine, ich habe noch nicht mal mehr Ressourcen. Ich brauche gerade meine zweite Orkengrube, damit ich hier oben noch mehr Leute hinbauen kann bei dir. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Ah. Alter. Der Feind kommt über uns. Ich sollte zu deiner Festung gleich gehen. Also, ja, hast du da noch einen Baumeister oder bau mal einen Baumeister und bau dann halt bei dir wieder auf. Beenden wir erstmal diese Folge hier. Sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo es dann wieder heißt: Herr der Ringe, Schlacht um Mittelerde 2. Danke fürs Einschalten. Lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Bin schon unter...